Grüß euch, Freunde. Ihr seht mich heute gut gelaunt an einem wunderschönen letzten Augusttag. Und ich bin gut gelaunt, weil es war ein herrlicher Sommer, ein herrlicher Motorradsommer. Und wie schon genau vor einem Jahr ist das jetzt auch das Verabschiedungsvideo mit Motorrad, mit KTM aus den Wiener Alpen. Bin hier vor der wunderschönen Wax, wie gesagt. Dazwischen vielleicht jetzt noch ein paar kurze Updates zum Motorrad. Ich habe schon ein bisschen was verändert. Und zwar habe ich den Lenker als Ganzes, also über die Klemmung, ein bisschen nach vorne gedreht. Das ist für meine Größe besser, dass die Kröpfung vom Lenkerende ein bisschen besser. Hebel passen auch super. Dann habe ich schon eine Handyhalterung montiert. Die hatte ich eh vorher schon, die ist nur jetzt endlich drauf. Und super ist ja serienmäßig da der 12-Volt-Anschluss. Das heißt USB-C-Ladekabel. Und dann geht es dahin mit Navi und Co. Das Handy ist ja über Bluetooth sowieso mit dem Display gekoppelt. Das heißt, alles bestens in dieser Hinsicht. Ich habe auch schon eine große wasserdichte Gepäcksrolle. Habe ich jetzt nicht drauf. Mit so Rockstraps zum Niederspannen kann man längs montieren, weil ich die meiste Zeit ohne Beifahrer oder fast eigentlich nur ohne Beifahrer unterwegs sein. Ja, also da habe ich auch schon eine Lösung und bin sehr happy und wie gesagt sehr gut drauf. Da oben ist die, wo der Sender ist, ist die Gondelbergstation und da links in diesem K ist das Autohaus kurz dahinter und da geht der Dörlweg runter. Das ist eine der schönsten Gegenden Österreichs. Ich bin hier sehr viel spazieren, sehr viel wandern und habe da ein paar kleine Strecken entdeckt. Ein paar wunderschöne Häuser, Bauernhäuser. Wer meinen Kanal kennt, weiß ja vielleicht, dass ich wieder ein Architekturfabel habe und mich sehr für schöne Gebäude interessiere. Ja, und ich möchte mich jetzt von euch aus Niederösterreich, aus den Wiener Alpen, mit diesem Video verabschieden. Ich habe die Kamera drauf und ich werde jetzt einen kleinen Motorblog machen, nur mit dem Kameramikro, werde nicht viel sprechen. Und schauen wir da jetzt die Straßen und die Gegenden an. Kann sein, dass ich heute ein bisschen was schneiden muss, wenn da fade Passagen drin sind oder mich der Bauer verjagt. Mal schauen, wie weit ich komme. Also, danke, dass ihr so zahlreich in dieser Saison bei mir wart. Keine Sorge, es kommen jetzt dann im Herbst noch ein paar Wienerwald-Videos, weil wir da Dopplerhütte fahren, Katzelsberg, ein paar wieder von euch treffen sicher. Und da wird sicher wieder was kommen, aber hier aus der Region Bayerbach-Reichenau wird es das gewesen sein. Also danke, Daumen nach oben, gell, Abo da lassen und viele Kommentare. Euer Hosmoto. Ciao. Ja, willkommen an Bord. Der Motor ist ja Gott sei Dank sehr leise von dem Motorrad. Wir fahren gleich noch die Rax zu. Da hinten geht die Sonne bald runter. Abgelegene Häuser anschauen, tatsächlich ist alles klar. Nicht viel Villa, ein Traum. Sehr viel Rehe hier, die man unterwegs ist, aufpassen. Die Rehe fressen den Bauern den Kukuruz weg. Für die deutschen Freunde, der Kukuruz ist der Eis hier. Wunderschön hier. Das Haus. Vor der Rax. Wahnsinn. Ja, was blinkt da in meinem Kopf mit Gelb? Das ist die ABS-Anzeige. Ich fahre eigentlich immer Straße und Schotterwege im Rally-Mode mit Gasgriff und mit ABS im Offroad-Motor, ja, der Offroad-Gasgriff ist ein bisschen kitzeliger als das Stück. Voll gern, ich merke gern, wenn das direkt reagiert. Es gibt aber den Rally-Mode im Gasgriff aus und das ist ein bisschen zu aggressiv dann. ABS Offroad heißt einfach nur, dass es nicht regelt, dass es nicht so drauf funktioniert. Und vorne regelt es nicht so nervös. Brauchst du eigentlich nicht. Ich habe das ABS in die Tür, das ist kein Anker. Seit ich ABS Motorräder habe, also seit drei Motorrädern, hat das noch nie ausgelöst bei mir.
Na, der Blick ist nicht schlecht. Der Feuchterberg und da hinten ist der Schneeberg. Gipfel vom Schneeberg sieht man nicht. Oh ja, links. Links hinten. So, jetzt werden wir da links fahren. Fahren wir noch. Gehen wir mal anders rauf. Aha. Da ist eine Straße, aber es ist kein Fahrverbot. Gut, Freunde, jetzt haben wir das gesehen da. An der Rax gilt auch für Radfahrer, gilt natürlich auch für Motorradfahrer. Ich halte mich dran. Da beim Wenden, ich bin 1,88, aber da beim Wenden auf dem Steil muss man aufpassen. Ich bin ja zwar ein bisschen Enduro erfahren, aber jetzt kein Großenturist noch. Da muss man mit dem Bein aufpassen, dass man nicht in eine Grube steigt und mit der Popobacke ein bisschen runterrutschen vom Sattel, um einen sicheren Stand zu haben. Lenker locker führen auf losem Untergrund und das Motorrad mit den Beinen halten. Angekehrt, also das war jetzt wirklich eng da und steil bergab, das ist mit der 97 Adventure R, das ist so handlich, das ist echt geil. Also fühlt man ein enge Kurven, fährt das leichter als die 96 Duke, die ja doch kürzer, kleiner mit dem 17 Zoll Vorderrad. Ja, grüß euch, na schau. Na, ist ja alt. Da wollte ich noch schauen, wo es hingeht. Fährt der Bauer. Aber es ist kein Fahrverbot. Also, warte mal, schauen wir. Da sind Sandsäcke, um das Regenwasser abzuleiten. Es hat vorige Woche fürchterlich geschüttet. Weitergehen, aber ich glaube, die Leute sterben da lieber nicht. Wunderschön. Jetzt fahre ich noch rüber auf die andere Seite. Sehr los hier vorne, das Geröll. So, jetzt fahre ich noch die andere Seite hier im Tal hinauf. Jetzt fahren wir da drüben links bei der Sonne. Und jetzt haben wir jetzt ein bisschen Sonne. Da oben ist ein bekanntes Hotelrestaurant, der Knappenhof. Wunderschön. Sehr gutes Essen. Ja, das sind Leute, da werde ich eher nicht stören. Gut, so jetzt hätte ich mich verfahren.
jetzt sind wir da in Reichenau an der Rax. Da ist das Schloss Reichenau. Da sind wieder coole Veranstaltungen. Und ich fahre jetzt noch eine kleine Runde über das Schneedörfel. Ich bin ein bisschen die Abendsonne im Rücken noch genießen. Ja, und jetzt sind wir jetzt über Bayerbach, meiner zweiten Heimat, angekommen. Da oben ist der Gansberg, beziehungsweise ist das die Jubiläumsaussicht da oben. Und hier über dem Gans und Feuchter wohnt ein Steinadler oder ein Steinadlerpärchen wahrscheinlich. Seit vielen Jahren, die werden ja 30 Jahre alt. Und den sehen wir immer fliegen. Kaiser-Waggon.